DVD. Die Rote umgetönt, der Neues ist neuerdings bequem. Jawohl, jawohl, ich bin in Berlin fürs Rätesystem. Ganz neue linke Dinger. Nanu, plauscht da ein Herbert Marcuse-Jünger? Ich nahm mich wieder extremistische Gestalt, die früher sich, ach, lassen wir den Dreck. Heute wollen wir uns streng dran halten, was hat Kritik hier noch für einen Zweck? Ich will es gleich selbst beordern und ganz pauschal von Ihnen ungehorsam fordern. Zahlt keine Steuern mehr, dann dezimiert es sich von selbst das Knüppel her, streikt, verweigert Demonstrationen, denn das wäre wirklich Anarchie. Ohne Studenten legt Berlin schon heute in Agonie. Mich seht ihr ungebeugt, erwartungsfroh seid ihr, bald explodiert, was unser Kernreaktor Jülich friedlich zeugt. Die Börse jauchzt im Nazarettetanz, der alte Schwindel steht zum letzten Mal im Glanz, ein Hotelier verkündet dies, Berlin, ein Heiratsparadies, oh wehe, Zellermeier mit Honecker, Germanski in der Ehe, Spree-Samariter rufen Arbeiter A, E, G, Wehner trat Dollinger auf die C, er wollte eine Nagelprobe, fauler Zahn, König war in Moskau, kein König wollte hin nach Teheran. Ekelerregend schnell schickten Dachauer Bauernfänger Gasmasken nach Tel Aviv. Zu früh, denn die Gesichter werden immer länger. Ho, ho, Ho Chi Minh, für diesen Ruf ist hier und anderswo so manche Existenz schon hin und darum heute eine harte Schalmei aus der Schuhe in Leihbücherei. Das Grundgesetz verpflichtet mich zur Rebellion gegen die Eulen, die uns, wenn nötig, mit Genickschuss nach rückwärts ändern wollen. Stehend auf ausgeschlafenen Knochen verkünd ich, das trotzkistische Zeitalter ist angebrochen. Da hole ich mir erstmal meinen Berliner Sonderstempel aus der Tiefebene. Für studentische Briefköpfe ist hier noch jemand unfrankiert. Der Zollverein Moabit wünscht sich von mir ein Stempellied. Sie wissen, Kreuzberger Maler schlafen schon vor Angst auf Stempelkissen. Toulouse-Lautrec, Stempel leg weg. Mona Lisa, an die Augenbrauen. Käthe Kollwitz kriegt einen dazwischen gehauen. Zollwitz. Van Gogh, zeig mal her. Aufs andere Ohrenfleck. Lustig, jetzt heißt er Van Gogh. Kokoschkas Berlin-Gewinsel kriegt auch einen auf seinen begnadeten Pinsel. Merke, noch lieber als Werke stempeln wir hier nicht so knapp einfach Menschen ab. Marxisten sind verstaubt. Alberts ist Pastor, obwohl er schon 20 Jahre nicht mehr an lieben Gott glaubt. Kapitalismus ist schön, muss man in Harlem gucken gehen. Die Mauer ist eine Hürde und darum gehört diesem sozialistischen Studentenbund unsere ganze Beförderungswürde. Senator Stein, heimlicher Linker, Volksbildungsstinker, Ristock, Linksabbieger, Kliniker, Papiertiger, Rass wird ständig angerempelt, IG Metall ist sowieso abgestempelt, FDJ beschmutzt die Stadt, Falken machen uns andersrum satt, der Eierkopf Hafner ist auch Kommunist und jeder wird von dem Knüppel geküsst, der irgendwie anderer Meinung ist und danach handelt, dem wird das Profil verschandelt. Trill! Schützen Sie das Leben Ihres Sittichs mit Trill! Der Skandal in Berlin fängt an, wenn die Polizei ein Ende machen will. Wenn eines Tages, nächste Woche um 6:30, die heute noch Mächtigen, die Senatsklicke, die Kastrativen, die mit Peter Herz beschweren und ihre ausführenden Hammelherren vor Bange Bange in den Teufelssee flüchten, dann Freunde bloß nicht weich werden und auf ihren endgültigen Tod verzichten. Wenn Mattig vor Martin Luther Dutschke auf Knien liegt, wenn die nötige Rudi-Revolution obsiegt, wenn die ganze faschistische Führung unter den Trümmern des Abkochhauses verschüttet und Bebe Bettermann bei Jesuiten-Lefebvre um Ablass bittet, wenn mitten im heißen Winter der Fahrverein SDS aus West-Berlin Peking-Köpenick vollbracht, dann wird gemeinsam mit FDJ und Falken die DDR und die sogenannte Bundesrepublik sozialistisch gemacht. Und Kaplan Dirk Müller und Küster Peter Brandt schenken den Abendmahlwein. Nie mehr braucht Benno dann so einen Knüppelkein, dann leben wir und geben 1 Million Kommunen die Brüste, dann holen wir die Erfrischung des ewigen Wachseins aus der Trotzkiste. Vorbei mit Beulen am Kopf und Heiligenschein, denn maoistisch heißt ja letzten Endes nicht masochistisch. Die Kirche sagt, der Frieden ist unter uns. Sie meint, sie sei darüber. Scheiße. Ein Mädchen unter mir ist mir lieber. Heute Utopie, morgen Präsent. Fritz Teufel wird Polizeipräsident. Student in Berlin sein heißt, 3-mal dürfen Sie raten, ständige Veränderungspotentaten. Nehmt doch endlich die Tomaten von den Augen, Leute, und schlagt euch auf die studentische Seite. Vergessen Sie nie, diese SDS-Studenten, die haben ja zuerst zurückgeschlagen. Fangt endlich an zu streiten, macht's denen nicht so schwer, die heute noch Hunger leiden. Berlin, was willst du noch mehr? Der Handel steht in Blüte, es wimmelt der Verkehr, das Defizit wird müde. Berlin, was willst du noch mehr? Manhattan werden wir mauern, die Sparkassen sind fair, weit weg sind Chinas Bauern. Berlin, was willst du noch mehr? Lasst uns den Terror verstärken, mit B-52er, wir tun hier, als ob wir nicht merken. Berlin, was willst du noch mehr? Und fällt uns heute oder morgen das Bezahlen ein bisschen schwer? Strauß wird schon alles besorgen. Berlin, was? Willst du noch mehr? Lasset uns beten, ganz kühl.
Gott schenkt uns Proleten jedoch im Asyl und bricht bei ihnen zu Hause, in der Familie, bei den lieben Kinderchen, beim Sport, beim Skat, beim Bier. Irgendwo der Frieden aus, Anruf genügt, komme ins Haus. Und nun, Kameraden, meldet sich ganz kurz Unteroffizier Schaufling von Dienstreise zurück. Kameraden, ihr wisst, im Rahmen der Aktion Berlin ist sein Hochrotwert, hatte ich im Auftrag meiner Einheit zivil angelegt und die alte Reichskabarett-Hauptstadt besucht unter dem Motto Freundaufklärung, was dem Vatikan missfällt, ist auch für Ärmelkeil nicht gerade die feine Welt. Von Pessimismus unterm Funkturm keine Rede. Die Leute sehen in Berlin sowieso schwarz. Das liegt aber nicht an Amrin, diesem Musterexemplar eines Sonderpieften, Steglitzer Pantoffelheld. Es liegt auch nicht daran, dass Berlin ein Kalkleistungszentrum geworden ist. Die Leute an der Spree werden genauso älter wie in Paris, bloß dort werden sie, wenn sie älter werden, klüger. Das ist aber das letzte Mal, dass ich Positives über General de Gaulle gesagt habe. Sind ja hier nicht in Andorra, wie Flafronau. Also, ich war in Berlin als Spähfroschmann mit Fliege, weißem Hemd und Sakko von vornherein. Wenn das Stück von dem Hochhut über die Briten wahr ist, dann können die Engländer auf keinen Fall in die EWG. Dann hätten sie zwar eine Sterling-Währung, aber eine Sperling-Moral. Mann, die haben ja eine Vergangenheit, als ob Himmler in der Downing Street gewohnt hat. Die Leute sind uns einfach zu verwandt. Auf dem Weg ins Theater ging ich über den Kudamm und erfuhr das erste Mal von Studentenrentnern. Und zwar diesbezüglich aus einem Polizeilautsprecher. Er tönte, hallo, der Herr Kommilitone, wie der das schon ausgesprochen hat, Kameraden. Wie Unteroffizier Wieselflitz, wenn er Karat sagt. Der Herr Kommilitone im 117. Semester bitte die Kreuzung räumen, andernfalls Bademäntel anlegen, gleich kommen die Wasserwerfer. Also ich muss schon sagen, Einfälle wie aus Theo Lingens Witzakademie. Vorübergehend scheint sich fallerhalber was geändert zu haben in Berlin. Die Polizei hat diesmal Knüppel und Humor. Und letzterer tut ja bei Leuten, die witzig sein müssen, besonders weh. Kameraden, Berlin hat einen neuen Bürgermeister, heißt er. Ich nenne vorerst den Namen nicht, auch nicht, wie er sich schreibt. Ich weiß ja nicht, wie lange er bleibt. Dann habe ich noch eine Demonstration erlebt im Rahmen des rezeptablen Verordneten. Einige Leute sahen so aus, als ob sie Vitamin mit Vietnam verwechselten. Aber dann vermisste mir wieder die zur Schau getragene Feierabendmoral die Laune. Ein Plakatspruch reimte, Ami, bleib hier, trink Schultheißbier. Also Kameraden, über Geschmack lässt sich streiten. Da haben manche von unserer Kompanie allerdings bessere Sprüche im Spind. Wenn ich nur an Unteroffizier Sausack denke. Beim letzten Casinoabend reimte er Soldat. Soldat im Dschungel ist kein Pfad oder so ähnlich. Kein Pfadgrat. Drum bleib in deiner Heimat und pflege dich in der Kaserne und geh im eigenen Land die krummen Wege. Aber warum sollen wir jetzt vom HS-Schützenpanzer sprechen? Das sind ja doch nur Mutmaßungen über eine Kettenreaktion. Kameraden, ihr wisst, bei Hogan wird gelogen. Zurück zu meinem Berliner Erkundungsauftrag. Beleidigt das Hochhutstück die Bundeswehr über das Maß des Erträglichen? Hier meine klare, eindeutige, unmissverständliche Antwort. Kein Mensch weiß, was los ist. Hinterher taten mir ein bisschen die Szene weh, das mag auch an der Inszenierung gelegen haben, kann ich nicht beurteilen. Es war so, als ob ich einmal erfolglos durchs Hamburger Eros Center gewandert wäre. Kein Geld in der Tasche, aber ehrliche Absichten. Ich dachte, es gibt ein paar saftige Derbheiten über die Reinlichhaltung des Krieges zu hören, aber weiß der Hoppe, Teufel darf also in negativer Hinsicht in Berlin nicht mehr erwähnt werden, weiß der Hoppe. Da ist so ein deutscher NATO-Oberst, der darf einfach nicht wahr sein. Hochhut lässt ihn sprechen wie Graf Bobby, als ob er auf einer NASA-Rakete durch den Spessart flitzt. Also, was mich betrifft, ich habe die ganze Zeit über gehustet. Aber ihr wisst ja, wie es ist im Theater, 80% husten mit. Die anderen 20% sind die Unbelehrbaren, die hören zu. Fazit des Hochrotstückes. Kameraden, was über unseren Horizont geht, bleibt unter unserem Niveau. Na, dauert ja wieder ein bisschen lange bei euch. Was ich gesehen habe, ist nicht mal Tropenbetreuung. Und das in der Frontstadt. Rechts um, weitermachen. Asylerinnen und Asylzer, wir begrüßen mir gegenüber die gipsgewordene Lieblichkeit Svetlana Stalin. Sie nimmt keine Antibabypillen, sie ist die Mutter der Revolution, sie frisst ihre Kinder. Hätte es ihr nicht gut gestanden, wie zum Beispiel mir, der ich sage, alles, was ich heute Abend an der UdSSR rumnörgle, betrachten Sie bitte unter dem Gesichtspunkt, dass es die deutsche Wehrmacht war, die 20 Millionen Sowjets tötete. Svetlana ist Eutersatt.
Das Triumphgeheul der Asylgewährenden hält das alles zusammen. Öffnet man den Gesinnungsstand, sausen die Dinger runter und jede Matka zwinkert mit den Hühner auf. Svetlanas Vater Jupp war am Anfang Lyriker, das wissen die wenigsten. Hat Gedichte gemacht, war so ein kleiner Walter von der Vogelukraine. Er war sentimental und brutal, Eigenschaften, die sich ergänzen wie die Firmen Bolle und Grieneisen, Quark und Sorge. Svetlanas Nase sei Weihrauch und Wiese zugleich, so geilte sich Sibylle im Stern eine satte Formulierung aus dem Füller. Ob sie nicht doch die Tochter von Anastasia ist? Sie soll dem amerikanischen Volk ein wertvolles Geschenk mitgebracht haben. Eine altzaristische Herrentoilette. Zwei Knüppel, mit dem einen halten sie sich fest, mit dem anderen scheuchen sie die Wölfe weg. Frankie Boy, der Mafia-Muffel, wird ihr ein Musical schreiben. Anyway, Josef Zwetschki. Eine Lucullus-Operette für Radio Erivan und Radio Reis Europa, welches ja auch bei uns seine Blutdurststrecke noch vor sich hat. Ich weiß es noch wie heut, ich putzte gerade Möhren, da tönt es aus den Röhren, hört, hört nur, liebe Leute, das große Glück kam in die kleine Küche. Und gerade beim Möhrenputzen stimmte mich so froh, ging auch ein Märchen mal in zwei und in die Briche. Es half mir immer drüber weg, mein Radio. Wenn man sich das vorstellt, mit dem Don Kosakenchor im Background, am Geschirrspülautomat von Schimanski, so hieß Siemens, bevor er aus Danzig wegzog. Da liegt doch eine schwerelose Süße über so einem Auswanderliedchen. Als ob das Bolschäuberlet Schneewittlein und die sieben Höcherls tanzen. Ich weiß es noch wie heut. Ich kann es auch beschwören. Ganz still war's in den Röhren. Hört, hört nur, liebe Leute, das große Glück verschwand aus meiner Küche. Es kam ein Abwasch und es wurde völlig nass. Da hilft nun gar nichts, auch nicht FBI-Gerüche. Bin jetzt katholisch, mach Jojoi zum Stalingras. Das hat nichts mit dem Schutzheiligen zu tun. Aber sie hätte ja beim Geist von Glasbüro zum Beispiel zu Kosygin gehen können und sagen können, Tovarisch, ist es wirklich wahr? In Moskau gehen sie mit Lenin um wie in Rom mit Jesus. Er wird ständig erwähnt, aber nie angewendet. Im Ersten Weltkrieg hieß der Mann Hasek und sagte, ich lebe mit meiner Frau wie mit meiner Regierung. Ich träume dauernd von einer anderen. Im Zweiten Weltkrieg rief Schwek, Herr Hauptmann, ich habe 10 Gefangene gemacht. Ja, sagt der Hauptmann, bringen Sie doch her. Geht nicht, sagt Schwek, die halten mich fest. Aber ich merke ein bisschen an Ihren ausdruckslosen Gesichtern, dass Ihnen diese ganze Welt, von der ich so lange erzähle, sehr exotisch, im höchsten Fall exotisch vorkommt. Sodass ich die berechtigte Hoffnung habe, uns alle eines Tages mit durchgeschnittener Kehle röcheln zu hören, was hat der Neuch damals gesagt? Nun will ich uns die Welt mal wieder näher rücken, also so, was Ihren Horizont und meinen. Innenminister Schacht sagt, Innenminister Lücke, Verzeihung, ist kleiner. Meine jetzt mal die sagt, dass die Aktentasche, die sie sich für den Ernstfall besorgt haben, nun nicht mehr gäbe ist, sondern der Kunstgewerbestahlen von Asche, hier so ein Zinnteller, mit der umgekehrten Aschenbecher-Taktik im Dritten Weltkrieg. Becher drüber, Asche drunter. Na, 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 das ist ja zu vereinzelt. Ist ja alles so vereinzelt. Ich will Ihnen mal eine unerbittliche Logik meines Publikums bisher. Das ist so ungefähr die 100. Vorstellung heute. Gäbe es keine Wollhändler, gäbe es keine Schafe, also hätte ich kein Publikum, also muss es Wollhändler. Nein, ich wollte Ihnen hier noch fragen. Ob ich mal Pause mache? Sie sind auch nicht mehr die Jüngsten, ne? Ich muss zugeben, ich bin sehr klapprig. Heute Morgen bin ich aus dem Haus gekommen, habe einen Sargwagen gesehen, gerufen, hallo, Taxi. Ein Ordnungshüterwitz. Hören Sie kurz vor der Pause noch eine kleine Goethe-Institut-Logik von der Frankfurter Buchmesse und spüren Sie den Hauch einer kastrierten Kulturpolitik. Gäbe es keine Übersetzer, wüssten wir nichts vom Ausland. Wüssten wir nichts vom Ausland, brauchten wir kein Militär. Brauchten wir kein Militär, hätten wir eine große Summe im Staatsschatz. Wir haben aber keine große Summe im Staatsschatz, also brauchen wir auch Übersetzer.
Im Krieg der Dritten Welt setzen wir uns jetzt gemeinsam auf eine geblümt fliegende Untertasse der staatlichen Porzellanmanufaktur Eiliger Stuhlbad Godesberg und landen direkt auf dem Platz des himmlischen Friedens vor der Gedächtniskirche und nehmen sofort den innenpolitischen Stunkverkehr auf. Ich mache mir mal eben zwei Apollo-Kapseln an die Ohrläppchen. Die müssten eigentlich von der Sargfirma installiert werden, diese Ohrringe. Hallo Lissa, bitte melden. Lissa ist Geheimcode, Deckname für Bonn. Lissa, aber bitte nur in Sütterlin funken. Ich habe noch keine neuen Chiffriermaschinen. Wo steht mein Feierabend? Rechts, da sitzt der Baron Guttenberg. Der ist doch nicht rechts. Das ist der Rasputin der deutschen Ostpolitik. Er schändet sie täglich 3 bis 4 Mal. Links sitzen Leute und trinken Champagner. Sekttrinker, Sektierer. Was ist los? Bundespresseamt? Alas kotzt fürs Kind? Was kotzt er denn? Das muss ja ein neurotischer Besserwisser sein. Was heißt denn, als er noch im Spiegel war? Der Spiegel riskiert zwar jede Woche eine Lippe, aber sprechen Sie mal mit der Lippe. Was kommt denn dabei raus? Finde ich aber gar nicht komisch. Was? Ich soll zum Hohenzollernamm gehen und Ihnen Fritz Erlerdamm umtaufen? Das ist ja ein Himmelfahrtskommando. Wir haben diese Woche hier noch eine SPD-Regierung. Lieber Robbe, hier die Burschenschaft. Der Hohenzollernamm ist für Ludwig Erhard vorgesehen. Der soll am Grabe von Adenauer gesagt haben, dem Kiesinger gelingt aber auch alles. Neulich waren doch die notorischen Landfriedensbrecher hier und außerdem der Bundestag. Wie kommt denn das außerdem in den Satz rein? Und da sagte einer, saß da vorne, saß so ein anarchistischer Abgeordneter. Und da habe ich mich versprochen bei dem Satz. Da sage ich, nur, der soll am Grabe von Kiesinger gesagt haben, sagt er, ist der auch schon tot? Also, staatsbegräbnissüchtig, ja? Was ist denn mit Neubauer? Ach, den Namen wollte ich ja gar nicht mehr erwähnen. Das ist doch der mit dem 21 Uhr Ladenschlussgesetz. Der krampfhafte Versuch, seinem Dorf eine Kleinstadt zu machen. Hören Sie jetzt auf mit Ihren Straßenkämpfen. Meinetwegen können Sie den Kölner Dom in Adolf-Hitler-Moschee umtaufen. Der Frings macht sowieso seine eigene Woche der Lilaligkeit. Ich stehe hier völlig außer Atom und habe Zungenbelag. Ich möchte eine konzertierte Reaktion machen. Wenn Sie mir aber dauernd Frau Wirtin-Ferse durch meine konstruktive Spirale funken, laufe ich über. Wohin? Weiß ich noch nicht. Ich meine, ich koche über. Nein, Koch will ich nicht werden. In der die Platzheims Gastarbeiter in seinem romanischen Café. Täglich war eine Eichel in der Pfanne. Was ist los? Ich denke, wir haben eine Regierung und kein Kaffee-Käse-Ehepaar an der Spitze. Ich soll Ihnen erklären, was ein Eventualhaushalt ist. Das ist ein vielleicht Traumhaushalt e.V. Eine Firma, deren Pleite nicht durch Offenbarungseid besiegelt, sondern durch die Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft ermöglicht wird. So viel zu Krupp. Gestern hatten wir noch eine Krise, jetzt haben Sie sie. Frau Wirtin hat noch eine hohle Gasse. Da kam Franz Josef Gessler an die Kasse. Wollt ihr die Rente reichen? Drauf ließ sie an, es ist sehr schwer abzuhören im Moment. Ein einziges Blessing out in der Leitung. Könnten Sie nicht mal einen vernünftigen Diskontsatz husten? Abspeits mit Schiller auf der Devise, das sind doch alles Wortspiele, da kriegt doch kein Kurzarbeiter seinen Zinsfuß aus der Talsohle. Was heißt hier Energiedebatte? Das ist so, als ob ein Impotenter vor Freude über eine gelungene Befruchtung von 2 Ameisen Sackköpfen macht. Ich sage Ihnen, der Wirtschaftsminister lügt. Der lügt derartig stark, dass er dem Taxichauffeur sogar eine falsche Adresse angibt. Das ist doch einfach nicht wahr. Die DEFA soll 30 Filmtheater in Gotteshäuser zurückverwandelt haben. Die haben da erst 29 Filme mit revolutionären Ideen in der Versenkung verschwinden lassen. Abgesehen von Bier- und Havemännern. Worauf die DDR wirklich stolz sein kann, das unterdrückt sie. Ich nehme jetzt das klerikale Ohrgehänge ab. Wissen Sie, dass das Vertreiben von Abhörgeräten in der Bundesrepublik Inkel Berlin verboten ist? Wenn also irgendwo ein Lauscherchen sitzt, dürfen Sie ihn noch nicht mal vertreiben. Wissen Sie, was meine Oma dazu sagen würde? Subversiv degenerös. Naja, nun, meine Oma spricht, wie das neue Deutschland schreibt. Wohnt in Neubrandenburg, ist Rentnerin, ne? Im Genuss der Freizicke, meckert hier wie dort. Ab und zu besucht sie mich hier in West-Berlin. Seitdem ich Kommunist bin, lassen sie mich ja drüben nicht mehr rein. Ich bin denn nicht konservativ genug. Wenn ich die Mütze aufsetze, dann kommt Oma hier, diese Schiebermütze, und sagt, beim Zeus, wenn du so lächelst, siehst du aus wie mal Otze Neus. Sagt sie, ich wäre sowieso ein Pekinese, ich hätte am 1. Mai in der neuen Welt gesungen, der Mao ist gekommen, die Gedanken schlagen aus. Die hat überhaupt einen Sprachschatz, die Oma, als ob sie vom japanischen Nachrichtendienst so geschüttelt wäre, ja? Sagt sie, wer Chinese ist, bestimme ich, sagt sie, und die Chinesen sind unser Unglück. Wo hat die bloß das Vokabular her?
sagte sie, Mensch, Junge, überleg doch mal, ihr habt da sogar im Verkehrswesen in West-Berlin so einen Chinesen, ein gewisser Umleitung und so weiter. Überall witterte nur gleich, ja. Sagte, denk doch mal, was da geschieht, das ist doch menschenunwürdig. Die Chinesen, die sollen erst lesen lernen und dann Auto fahren, das ist doch eine barbarische Reihenfolge. Und China wäre eben faschistisch, dachte sie, dagegen Formosa sei ein rein sozialistisches Land. Sie hat im Ostfernsehen einen Philosophen von Formocenter gesehen, ja, einen gewissen Herrn Tefix aus dem Hause Oetker Paketversand. Und der hätte eben auch gesagt, am Yangtze-Kiang, da hätten sogar weiße Mäuse rebelliert, sowas würde in Karl Chemnitzstadt überhaupt nicht vorkommen, sagt Oma, ja. Und China sei eben von dem Le Ha schon erledigt worden, ne, also. Mit immer nur Lächeln, nicht? Das kommt gar nicht vor, sagt Oma sowas. In Wirklichkeit lächelt ein Chinese nicht, nicht? Wenn ein Chinese lächelt, sagt sie, dann hat er was an der Oberlippe. Ne? Weil die haben doch alle Quarantäne in die Zähne, weil dort das Bürsten auf eine ganz andere Art und Weise. Nächstes Jahr sind es schon über 800 Millionen, sagt sie. Und auf der Leipziger Messe nur Schlitzaugen aus Duisburg mit Mundgeruch. Also weltweite Partnerschaft, nicht? Und dieser Lin Biao, das wäre eben ein Verbrecher, sagt Oma, der hätte Goldmünzen in ganz China verteilen lassen mit der Aufschrift, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und das an die Blinden des ganzen Landes, sagt Oma, wäre eine Benachteiligung der Taubstummen. Und dieser Willy Brandt macht ja auch neuerdings chinesische Lyrik, wer bei Ruth, 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 gut. Sag Oma, der macht keine Gedichte, der macht Außenpolitik. Eben sagt sie, das ist ja das Gedicht, also. Manche Rentner aus der DDR sind so eine Mischung zwischen Konfuz und Coca-Cola, wirklich. Letzten Tag, wenn sie hier ist, ja, geht sie mit mir natürlich immer chinesisch essen. Dann nimmt sie die Stäbchen quer in den Mund, damit mehr reingeht. Typisch, hier frisst sie drüben, verdaut sie. Na, hoffentlich wird sie bald ein Härtefall. Kann alte Frauen nicht leiden, die nach Wiedervereinigung stinken. Da ist mir der Walter Uli lieber. Der will nächste Woche sogar noch mal im Müggelsee schwimmen und den Bitterfelder Weg einschlagen. Hoffentlich schluckt er ihn nicht ganz dabei. Da könnte man vielleicht mit einem ähnlichen Programm auch mal in Leipzig gastieren. Natürlich mit Mullform und wegen Ansteckungsgefahr, nicht? Und dieser, wie heißt die doch, wegen der... Ja, verstehen Sie doch, nicht? Wegen der Gesamtdeutschen... So klingt das eben, sächsisch und chinesisch. Jetzt habe ich hier noch eine Rückfallbohne. Meine dritte Friedrich-Luft-Brücke aus der Rias-Zone. Was ist das bloß? Ich komme von dem Mann nicht mehr los. Dolle Dinger, mir geht's mit ihm so wie ihm mit dem Springer. Guten Tag, liebe Hörer, hurtig, hurtig in den Äther reflektiert, wonach die kleine Muschel giert, die Festknochen tun weh, Berlin ist zum Endspiel angetreten. Der neue Herr Saubermann kam aus Bonn, Klaus schützt vor Strafe nicht, meine Hörer, ein Barackenhippie kam an die Spree, nun wird aus der Geisel des Schicksals ein Karrierehäusel. Aus heiterem Fiduz war ich wieder mal im weißen Häusel am Wolfgangsee und ich vermelde einen hochbrisanten Zirkusprinz. Die Volksbühnenfunktionäre müssen vor den kleinen Theatern ihre Knickerbocker lüften. Es roch nach Romulus mit Fischfilet. Dann kam Bürger Knüppel, ein voller Erfolg. Hurra! Da konnte sich die Schaubühne endlich auch mal ein Martin Maulheld leisten. Plautz, da wurde mit der Mythologie des männlichen Geschlechtsteils aufgeräumt, meine Hörer. Der erhobene Zeugefinger geisterte am Halleschen Tor. Betrachten wir unsere sonstigen kulturellen Rieselfelder. Eine Festspiel GmbH wurde gegründet. Die Aktionäre müssen partiell bekloppt sein, denn der inzüchtige Eiertanz geht weiter, abgesehen von der Leisertreterei auf der Filmakademie. Gut Ding will Langeweile haben. Man spricht von einem Mutationsunfall im Lilienthal. 385 Millionen sind in Berlin nicht gedeckt. Und man weiß sofort, warum die Bullen hier so scharf sind wegen Decken. Liebe Hörer, ich war im Warum-Theater, wo der heilige Handgesystem immanent verinnerlicht wird. Kleinbürgerliche Traktätchen hopsen schimpfend in die mumiengelben Gesichter des Publikums. Worum geht es? Die Katharsis torkelt durch den dichterischen Klimax von der Grün. Das hat die sprühende Monotonie, als ob Kurt Boa gekochten Kaviar zu Milchreis ist. So schlecht war mir noch nie. Dann doch lieber im Schlussquark-Theater der gute Mensch von Seezunge auf Müllerenart. Brecht wird nicht beachtet. Dafür wird der Kurt vergötzt. Es ist eine Schande, meine Hörer, dass unser einer nicht ins Bauerntheater am Schifferdamm gehen kann. Wenigstens zum
Kindes her. Birne Helena als Mutter Flints, das kriegt man nicht alle Tage. Mutter hat Sohn, das ist dramaturgisch interessant. Da möchte man wirklich einen holländischen Dreikäse hochleben lassen. Denkt man daran, wie die Bea sich einen abgetrickst hat. Denk auch ich an meine eigene Urbanus-Zeit, meine Hörer, als ich wusste, was es heißt, ein Feuilleton schreiben, auf einer Glatze Locken drehen, Karl Kraus locken. Jetzt kommt das über Karsch, das habe ich gestrichen, weil der ja 50 Mark alleine hat ja so viel für den Vietcong gespendet, wie Sie alle zusammen noch nicht mal ganz. Da hinten lässt immer was fallen, dieser Gipskopf. Wirklich, vorhin habe ich da gehört, das Programm ist nur für Erwachsene. Nee, das ist auch für Kinder, das Programm. Denn in Vietnam fallen ja auch den Kindern die Bombe auf den Kopf, alter Sausack. Spalter schreibt, Verzeihung, er heißt eigentlich Walter, mit dem Nachnamen ist füglich genug, Schaber genackt. Ich jedenfalls nehme den Karsch nicht mehr in den Mund, dann lutsche ich lieber nochmal am Barlock herum. Genes Zofen, muss ich gleich sagen, können vor Geilheit nicht mal richtig laufen. Das Schillertheater als Altersheim, Zuckermeier oder des Teufels Mausoleum. Was sollen uns Geschichten aus dem Grazer Wald? Was nützt uns Wiener Charme? Meine Hörer, wenn China arm, Sie wissen auch, ich bin ein Kuli, ein Kulturlinker. Das Berliner Theater hatte seine Tage und es wird nicht lange dauern, dass man auch bei uns das genaue Programm der NPD spielt. Telefonbuch, Seite 720, Doppelpunkt, komm Adolf. Und hier im Renaissance-Theater muss jeder Fachidiot zum Schubladenexperten werden. Hier könnte auch der rezensionsfeindliche Professor Frenkel über die Rampe hoppeln. Das Theater an der Freien Universität scheint mir das einzig Großstädtische zu sein, was uns vor der Familiengruft an der Kremlmauer bewahrt. Die kritische Alma Mater wird noch besser als Strehlers Piccolo-Theater. Toll trieben es die jungen Berliner, meine Römer. Es wäre doch lustig, wenn beispielsweise der ehemalige Rektor Lieber jetzt Chef vom Resi würde. Mit Wasserspülung versteht sich. Prost, trinken wir! Trinken wir auf den Niedergang der autoritären Schmalzstullen-Ideologie, auf die internationalen Freundschaftsbesuche in kugelsicheren Autos mit 5000 Polizisten, diese Schauten, keine Diebe, die Fahrer klauten, Ruhe an der Uni, frommer Wahn, Kukuident ans Ohr, Oropax auf den Zahn, Berlin, wie hast du dich bemacht, Kritik ist erwünscht, wird aber nicht beachtet, verabschiede mich aus vollem Hals oder do you want another kick in the balls, ihr Fritze Ohren Schmalz.